Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gamerflo und ich begrüße euch zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. On the Road. Und zwar, ihr seht schon den Scania im Hintergrund. Und wir fahren. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt, um zu gucken, wie das Spiel jetzt läuft und so. Es kann sein, dass mitten im Spiel das Spiel abstürzt. Deshalb entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus, falls der Stream auf einmal beendet sein sollte und ich nicht abmoderiert habe. Das liegt dann tatsächlich an dem Spiel. Das Spiel ist noch in einer Anfangsphase. Also auf der PlayStation zumindest, weil ich stream das hier auf der PlayStation 4. Und ja, ich hoffe, das werden die Entwickler im Laufe dem weiteren Patches, die noch kommen, definitiv angehen. So, jetzt aber als erstes nicht lang schnacken, Strecke machen. Wir wollen nehmen, also ich möchte nämlich den neuen LKW abholen. Und dafür steigen wir jetzt mal in unseren super schönen Scania. Steigen jetzt in unseren super schönen Scania. Danke für die Spiegel. Und zwar, was sagt denn überhaupt meine Fahrzeit gerade? 4 Stunden Fahrzeit habe ich noch. Okay. So, und zwar, wir befinden uns derzeit in On the Road in Berlin. Ich habe vorhin meine Fracht abgeliefert und ich dachte, wenn ich schon euch das Spiel zeige, dann ja, fange ich doch direkt mal hier jetzt in Berlin an. Kann sein, dass hier gleich in Berlin das Spiel abstürzt. Kann aber auch sein, dass es erst nach Berlin abstürzt oder erst kurz vor Duisburg. Ich spiele das Ganze hier mit einem Lenkrad von der PlayStation, weil es halt einfach schöner ist, mit dem Lenkrad zu fahren, finde ich. Grundsätzlich. Deswegen, wir holen meinen insgesamt dritten LKW jetzt ab. Besitze nämlich schon zwei. Also zwei Sattelzug und jetzt habe ich einen kleinen LKW mit Kofferaufbau und Tandem-Kofferaufbau gekauft. Jetzt fahren wir halt nach Duisburg, holen den ab, satteln auf, nehmen Aufträge an und fahren dann eine Runde. So ist der Plan. Falls der Stream wirklich abbrechen sollte, sage ich schon mal im Voraus, dass ich nicht nochmal starte und abmoderiere. Dann wird später nochmal ein Stream kommen, wo ich mich dann nochmal drin entschuldige dafür, dass einfach dir nichts der Stream abgebrochen ist. Es sei denn, es wird jetzt gleich hier in Berlin oder außerhalb von Berlin direkt der Stream abbrechen, weil das Spiel abstürzt. Dann, klar, natürlich. Dann starte ich den Stream nochmal neu, aber jetzt mitten auf der Strecke, wenn wir jetzt 24 Minuten drauf haben, dann nicht. Definitiv nicht. Hallo Kev. Übrigens, willkommen im Stream. Yep. YouTube on the road. Ja, ich mache gerade eine Leerfahrt-Tour, wo ich meinen neuen Truck abhole. Deswegen, und ich habe gerade auch schon gesagt, schon mal im Voraus entschuldigt, falls es abstürzt, ne? Hab direkt gesagt, wenn es hier in Berlin passieren sollte, dann starte ich nochmal neu. Wenn es außerhalb von Berlin passieren sollte, starte ich auch nochmal neu, es sei denn, es ist jetzt zu weit weg. Okay.
Ich meine halt, wenn ich jetzt 24 Minuten oder 30 Minuten auf Uhr stehen habe, jetzt Stream, ne? Dann sage ich auch, nee, dann lohnt es sich nicht. Habe ich halt auch direkt gesagt, dass ich nicht neu starte, sondern dann heute Abend nochmal einen Stream mache oder so, wo ich mich dann nochmal entschuldige. Und dann ist das dann auch gewesen erstmal. Anders kann man es nicht lösen. Bis dass die es gepatcht haben. Das ist ja das Ding. Unser HDMI-Kabel ist flöten gegangen. Wie euer HDMI-Kabel ist flöten gegangen. Ja, unser HDMI-Kabel ist flöten Ja, super. Also kannst du jetzt nicht zocken oder was? gegangen. Ja, doch, das hat so ein bisschen Wackeln auf. Ah, okay. Also bist gerade mit dem Handy in der Party. Ah, okay, ja gut. Naja, klar. Oh, dieser Ton, das ist gerade Gaming-Orgasmus. Das war gerade totaler Gaming-Orgasmus. Du hast die Dose geöffnet. Ist aber keine Energy-Dose. Ja, ist doch egal. Was hat sich gerade so wirklich sexy angehört? Ja, natürlich hat sich das sexy angehört, ey. Hallo, wenn sich eine Dose öffnet, das ist das Schönste. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, welche Dose ich tatsächlich meine. Nicht wirklich, aber ich will es nicht erwähnen, weil ich will, dass meine Streams jugendfrei bleiben. Also kannst du dir vorstellen, was für eine Dose ich meine, ne? Ja, ist auch wunderschön und saftig. Ach Scheiße, ich muss eigentlich rechts ran anhalten wegen meinem Kater. Okay, Multitasking. Entweder geht's gut oder es geht schief. Nee, rauslassen. Mein Kater wollte raus. Und es ist schief gegangen. Nee, ich habe jetzt zu lange gebraucht an der Tür. Und ja, wie sich halt so eine Straße verläuft, kommt auch irgendwann mal eine Kurve, ne? Ja, und der Fall ist eingetreten. Oder mein Lenkrad hat sich einfach mal wieder so gedacht, nee, wir stellen uns wieder auf verkehrte Position, also lenken wir ein. Kev, du hast ja bei mir bei YouTube, glaube ich, auch Adminrechte, ne? Warte mal, ich halte mal eben kurz auch da auf für Tanke. Ja, genau, Blinker auch noch zu früh gesetzt, ey. Egal. Warte. Ah. Ja, warte, mache ich eben. So, du solltest jetzt auch Mod sein. Mann, bin ich nicht fröhlich. Fröhlich, genau. 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 Du bist fröhlich. Ja, ich bin sehr fröhlich, hör mal. Teilen. Direkt Instagram.
Warum kann ich das nicht in meinen Status senden? Direkt. Da will das immer an irgendjemanden senden, aber nicht an meinen Status. Warum kann ich... Wenn ich den Link teilen will, ne? Dann macht er jedes Mal... Will der hier Dingens... Dingensen. Du weißt, was ich meine. Wie gesagt, so wie ich sage, Dingensen. Der will immer, dass ich das an meine Insta-Kontakte schicke, statt an meinen Status direkt. Weißt du jetzt, was ich meine mit Dingensen? So, Task gescreenshottet. Jetzt auf Insta. Deine Story. Das. Das. Senden. Teilen. Fertig. So. Nicht Galerie. Ja, verdammt. Nein. Zurück. Teilen. Fertig. So. So. So, Kev, I'm back in the business. Talkst du gerade auch wieder? Ich fahre gerade von Berlin nach Duisburg. Ja, fahr mir halt in den Trailer, du Vogel. Ja, fahr mir noch mehr in den Trailer. Macht ja nichts. Vollpfosten, ey. Hab ich dir eigentlich gesagt, welchen ich gekauft habe? Ah, okay, gut. Dann siehst du es ja gleich, wenn du im Stream mit bei bist. Welchen ich mir gekauft habe.
Ja, gerade habe ich noch mit den gerade habe ich noch den großen. Ich muss ja auch erstmal nach Duisburg fahren, ne? Ja, ich habe mir den nämlich extra zu meinem Firmensitz liefern lassen, weil ich wollte den mir eigentlich direkt nach Berlin liefern lassen, damit ich direkt starten kann, ne? Nee, da kam dann die Benachrichtigung, sie müssen erstmal ihren gekauften einen Truck abholen, bevor sie einen neuen kaufen. Und ich denke mir noch, ey Leute, ich habe mir noch keinen gekauft, aber ich möchte mir gerade einen kaufen, aber gut, ne? Aber was soll man machen? Ab auf die Autobahn, weg von dem Sonnenuntergang. Echt, wolltest du den Gigaliner gönnen? Na okay, warum nicht, ne? Ja, definitiv. Du hast schon recht, mehr als schief gehen kann es nicht. Also der Klassiker. Ne, du kannst halt, den Gigaliner ja auch verkaufen. Das geht. Ja, oder so. Kannst ja auch machen. Mein jetziger Truck geht gleich auch an meinen schon eingestellten neuen Fahrer. Ja, sicher. Ich habe jetzt drei Trucks, drei Trailer, drei Fahrer. Nee. Drei Trucks, drei Trailer, zwei Fahrer. So. Ne, ich fahre gerade ohne Tempomat. Dafür fahre ich aber gerade auch nachts. Gar keinen Bock, ey. Ich hätte würde lieber Tag fahren. Ein Skoda. Ich wollte gerade sagen, hä? Habe ich was verpasst? Ich wollte schon sagen, habe ich verpasst? Verpasst? Gab es schon einen neuen Patch? Du sollst doch nicht 90 fahren. Ja gut, stimmt auch wieder. Ja, ich meine jetzt auch wieder Tempomat rein. Aber ich will eigentlich gerade auf meine Fahrtenschreiber gucken, ne? Kurve, Kurve für Kurve. Okay, 2 Stunden, 2 Minuten habe ich noch Fahrzeit. Also mit der Fahrzeit komme ich nicht mehr bis nach Duisburg. Ich komme gerade mal vielleicht zum nächsten Rastplatz. Aha. Ja, wir ziehen rüber ohne zu blinken. Typisch wieder ich. Ich halte mich an die SCVO, so viel zum Thema. Ja, wunderbar, ey.
Also kommst du nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen, du kommst mit einem LKW nicht am Bus vorbei. Ja. Ja, okay, gut. Ja, okay, stimmt. Einen kleinen Antitscher. Ja, ich kenne deine kleinen Titscher. Ja, Killy titschst du auch immer nur leicht an, ne? Ja, jetzt ist es wieder was anderes. Ja, komm, lass darüber nicht reden. Ich will jugendfrei bleiben. Warte, habe ich gerade richtig gesehen? Stunde 43, okay. Gut, dass da jetzt eh ein Rastplatz kommt. Kann ich eben kurz abfahren, Ruhepause machen und dann weiter. Mitten auf der Autobahn Motor aus. Bei deinem Glück, ja. Ja, Opel, Alter. 5000 km/h, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nicht? Ja, stimmt. So wie die anfahren, hör mal, müssen die aber eine richtig geile Beschleunigung haben. Und richtig geile Bremsen, so wie die manchmal bremsen. Ja. Ja, geil. Dann hatten wir hier heute auch schon Hagel. Ja, sind jetzt zwei oder drei. Ja, scheiße. Freut man sich doch. Ja. Da freut man sich doch richtig. So, Ruhepause fertig. Ja. Motorstart. EU-Kontrollgerät. Fahrzeit. So, jetzt habe ich wieder 9 Stunden fahren. Also, ich sag das mal so. Echt jetzt? Ja. Hm. Naja, definitiv nicht. Das ist definitiv keine gute Idee. Oh, die Flugzeuge, ne? Hier sind manchmal auch geil, ne?
Immer, wenn die fliegen, die fliegen nicht, die driften gefühlt, ne? Und das Blinken von denen ist auch, ja, wie ein Farbklecks im Himmel. Was? Und wo ist jetzt dein LKW? Okay. Ist jetzt nicht wahr. Fahren und Flasche zu machen, keine geile Kombi. Ja, klar, habe ich Tempomat an, ne? Aber trotzdem. Auch weiß, was jetzt schön ist, schön wäre, wenn ich wirklich bis Duisburg keinen einzigen Absturz habe. Ja, ich will es nicht beschreien oder so, ne? Aber das wäre jetzt so schön. Dann könnte ich wenigstens auch abmoderieren und so, ne? Zumal ich muss jetzt damit rechnen, dass mitten auf der Autobahn auf einmal der Stream abbricht. Ja, oder so wie unten Stuttgart. Dass die Straße auf einmal weg ist und ich übers Grüne fahre. Ah, ich krieg gerade Kreuzschmerzen, ey. Wegen meiner Sitzposition. Ich muss echt irgendwie gucken, dass ich irgendwie so einen Gaming-Stuhl kriege, damit ich halt auch bequem fahren kann. Als wir hier so halb abgehangen auf der Couch. Aber jetzt gucken. Erstmal kommen andere Dinge. Jetzt sind erstmal andere Dinge vorrangig. Ey, ich habe die 3000 Kilometer geknackt. Ah ja, du fährst ja auch mit dem neuen Truck, ne? Aber denk mal, ich fahre ja noch mit dem alten Truck und ich fahre ja gleich erst mit dem neuen. Und mit denen will, muss ich dann gucken, dass ich irgendwie die 10.000 Kilometer knacke. Meister, vergiss it. Denk nicht mal dran, rüberzuziehen. Jetzt bist du schneller. Jetzt kannst du ruhig rüberziehen. Jetzt ist es mir egal. Ja, ich bin gespannt, wie es mit meinem neuen Truck wird. Also, ich sagte schon mal, es ist aber wieder ein Scania. Ja, doch, MAN, aber MAN, das ist für mich kein LKW. Der TGX. Weil der TGX, das ist fast nur Plastikbomber. Ich meine, jetzt hier in den Scania, ne, ist zwar auch relativ viel Plastik, ne? Aber das sieht wenigstens noch gut aus. Aber bei einem MAN TGX, das ist ja so clean im Innenraum, ne? Das sieht überhaupt nicht schön aus. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Diese Abstürze, ne? Kommen entweder immer vor irgendeiner Stadt, wo du hin musst, ne? Oder wenn du wirklich lange Strecken fährst, dann schmiert das Spiel erst ab. Naja, ich hatte das Ding, ich bin Berlin reingefahren, ne? Und auf einmal mitten in Berlin, bumm, weg. Oder halt, wenn das Spiel über längere Zeit spielst am Tag, ne? Dann schmiert das auch ab.
Also ich schätze mal, irgendwie ist das performancemäßig. Ja, kann ich mir halt auch nicht anders vorstellen, ne? Ja, das ist wenigstens die Hauptsache, ne? Weil wäre ja mies, wenn du speicherst, wenn du gerade losfährst, ne? Und dann mitten auf der Autobahn wieder, weißt du, bis kurz vorm Ziel, kein Zwischenspeichern und dann schmiert das Spiel ab. Dann denkst du dir auch, ne, kein Bock mehr. Was siehst du? Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä? Was für Hallos hast du denn? Ne, ich habe gerade helllichten Tag bei mir. Oh, ist das schön, ey. Also ich muss ja sagen, ne? Im letzten Patch haben sie ja die Spiegel gemacht, ne? Weil da war ja schon wie so ein dichter Nebel im Spiegel, ne? Und das Spiel ist abgestürzt.